wünscht sich das nicht jeder oder jede Person, die einen Hund hat, zu hören, was der Hund zu sagen hat? Hi, ich bin Chantal Carvalho. Ich habe eine Tierheilpraxis seit dem Jahre 2010 und heute geht es mal um ein Thema, welches nicht unbedingt mit meiner Tierpraxis zu tun hat, aber auch nicht. Denn Kommunikation auf verschiedensten Ebenen ist natürlich ein Teil meiner Praxis. Nicht nur, da ich auch Kinesiologe für Tier und Mensch bin, sondern weil es ein elementarer Baustein ist, um eine adäquate Therapie überhaupt auf die Beine stellen zu können. Das beginnt schon bei der Kommunikation zwischen Tierbesitzerin und mir, beziehungsweise wie gut kommuniziert Tierbesitzer mit seinem Tier und im Sinne von, wie gut kann sich der Tierbesitzer in sein Tier hineinfühlen oder die Kommunikation seines Tieres verstehen, um dies dann mir wieder geben zu können, damit ich einen richtigen Plan erstellen kann oder auch wenn ich das Tier sehe oder mit dem Tier kommuniziere oder seine Kommunikation lese, zu wissen, stimmt dies überein mit dem, was mir der Tierbesitzer sagt? Und da vermittle auch ich teilweise, nicht nur teilweise, sondern sehr oft als Dolmetscher zwischen Tier und Mensch. Jetzt gibt es da aber auch eine Möglichkeit, dem Tier, also dem Hund oder der Katze, Sprechen beizubringen. Vielleicht habt ihr das auch schon gesehen in den Social Media Reels oder in den YouTube Shorts oder auf TikTok. So bin ich nämlich vor über anderthalb Jahren zum ersten Mal zu dem sogenannten Fluent Pet gestoßen. Und zwar sah ich da Videos von Hunden, die auf Tasten drücken und sich so verständigen, denn jede Taste steht für ein Wort. Meine erste Reaktion, und ich habe diese Reaktion dann oft auch bei anderen Leuten schon beobachten können, aber auch eine andere Reaktion. Meine war wirklich zuerst mal sehr kritisch. Ich bin grundsätzlich ein sehr kritischer Mensch und ich habe das Bedürfnis, immer irgendetwas zuerst zu prüfen, um zu sehen, ob es so ist. Ja. Und die erste Reaktion, als ich da sah, die Tiere, die da am Kommunizieren sind, das war damals für mich wirklich so, war so, ja gut, das ist ja einfach antrainiert. Können die dann wirklich verstehen, was sie da sagen? Oder auch dieses, was ist die Motivation dahinter? Und als ich diese Gedanken hatte, bemerkte ich auch, wie ich mich gleichzeitig hinterfrage, hey, es kann ja nicht sein, dass ich im Alltag seit so vielen Jahren so oft schon erlebe, wie krass konkret unsere Hunde uns verstehen können. Und ich beziehe dieses Video jetzt ab diesem Punkt vor allem auf Hunde, da ich mich mit Katzen erst begonnen habe, mich damit zu beschäftigen in Bezug auf diese Tasten. Genau, also ich habe das im Alltag schon so oft erlebt, wie viele Tiere auch uns gewisse Worte konkret verstehen, die wir immer wieder brauchen und dass da diese ganze Konditionierung über Leckerlis gar nicht nötig ist. Meine beiden Jüngsten, wir kennen keine Leckerlis für irgendwas zum Lernen. Was später auch ein Vorteil für mich war, um diese Tasten aufzubauen. Gut, meine erste Reaktion war sehr kritisch, war sehr, ja, funktioniert das überhaupt? Als ich meinen Gedanken zugehört habe und gemerkt habe, wie eingeschränkt die da gerade sind und dass das nicht zu dem passt, was mir im realen Leben passiert, was ich erlebe mit meinen eigenen Tieren und mit den Tieren um mich herum, also mit den Hunden um mich herum und mit meinen Hunden, musste ich sagen, okay, da muss etwas dabei sein. Es kann ja nicht sein, dass ich seit Jahren meine Hunde, wenn ich zum Beispiel gemütlich auf dem Sofa sitze und finde, ach, ich mag jetzt nicht aufstehen, müssen die wohl wirklich auf WC? Und ich dann einfach in die Runde frage zu meinen 4 Mädels oder vorhin 3 Mädels oder bereits bei 2 Mädels habe ich das schon gemacht, einfach mal gefragt habe, ja,
muss jemand für euch Pisi machen. Wer dann muss, kommt zu mir und wedelt mich an. Und dann sage ich, okay, das heißt dann wohl ja. Dann stehe ich auf und lasse alle raus und es pieseln genau die, die gewedelt haben. Oder das, ich kannte es auch schon, dass zum Beispiel meine Zweitjüngste und meine Jüngste zu mir kommen, um zu sagen, ob eine der anderen auf Klo muss. Also das kann zum Beispiel sein, dass Jade oder Nika, die zwei Jungen, mich angestupst haben und gewedelt haben. Ich dann gefragt habe, ja, musst du Pisi machen? Und dann haben sie ja gewedelt, ich habe die rausgelassen. Und es musste aber eine andere sehr, sehr dringend auf Klo. Und sie sind dann so nebendran gestanden, so ja, so quasi, ich habe es ja gesagt. Klar, hier haben wir jetzt den Spielraum der Interpretation, wobei ich ja an der Körpersprache erkennen konnte, bereits bevor ich aufgestanden bin, dass es nicht um diesen Hund geht, also dass jetzt zum Beispiel nicht Jade mir sagen wollte, hey, Bischu muss auf Klo, sondern es war mir schon klar, als sie mir sagte, dass nicht sie auf Klo muss, sondern eine der anderen Hunde. Genau, und so auch mit Fressgeschichten, also ich konnte immer fragen, ja, habt ihr jetzt Hunger? Und wenn die mir signalisiert haben, ja, dann konnte ich immer noch sagen, ja, okay, es gibt jetzt Essen oder es gibt später Essen. Und das geht und so weiter und so fort. Hundehalterinnen, die dieses Video schauen, kennen das sicher selbst auch schon. Diese Momente, diese Dinge, diese Worte, die wir unseren Tieren antrainieren oder die Tiere von uns lernen, ohne je ein Leckerli genutzt zu haben. Und das ist Sprachentwicklung. Also wieso das nicht auf das nächste Level führen? Also dachte ich mir, probiere es einfach mal aus. Meine Hunde sind sich ja gewohnt, mit mir zu sprechen und ich mit ihnen. Also wieso das nicht auf das nächste Level bringen? Und meiner Zweifelstimme im Kopf habe ich dann einfach gesagt, spielt es denn eine Rolle, was die Motivation des Hundes ist, beziehungsweise spielt es denn eine Rolle, ob es ein Hund macht, um irgendeine Form von Aufmerksamkeit zu bekommen, um ein Leckerli zu bekommen oder whatever, oder ob es einfach Sprachentwicklung ist. Denn gehen wir doch mal einen Schritt zurück. Was ist denn Sprachentwicklung überhaupt? Weswegen sprechen wir Menschen überhaupt? Wir Menschen sprechen und beginnen zu sprechen, weil wir unsere Bedürfnisse ausdrücken wollen. Das heißt, unsere Motivation ist Ausdruck und Aufmerksamkeit. Und wo unterscheidet sich denn das darin, ob ein Hund kommuniziert über Tasten, weil er Aufmerksamkeit möchte oder sich ausdrücken möchte? Wo ist der Unterschied, ob ich lerne, zum Beispiel, indem ich ein Leckerli bekomme und es konditioniert ist, weil ich eine Zwischenstufe brauche, weil der Mensch mich nicht direkt versteht, oder wo ich eine Fremdsprache lerne, wo ich mich vielleicht auch mit Leckerlis motiviere. Und ja, da gibt es einen Unterschied und da kommen wir noch dazu. Und doch finde ich diese Dekadenz von uns Menschen, mich punktuell eingeschlossen, zu denken, dass wir über dem Tier stehen, dass wir besser kommunizieren können, weil wir auf diese Art kommunizieren, die wir jetzt gerade tun, obwohl das ja eine ziemlich einseitige Kommunikation ist, sofern ihr nicht irgendwelche Kommentare oder Likes oder so macht, dann wird es schon zweiseitiger. Also habe ich mir doch so 4 Tasten besorgt. So mal klein starten. Man sagt übrigens auch, man sollte zwischen 2, 3, maximal mit 4 Tasten starten. Eigentlich sollte man mit 3 Tasten starten und man nutzt Wörter, die Hund bereits kennt. Also das bedeutet, wenn ihr mit eurem Hund mit dieser Tastenkommunikation starten möchtet, dann muss Hund schon die Wörter im Alltag kennen. Denn ihr festigt lediglich die Wörter, die der Hund schon kennt, neu in Tasten rein. Ihr etabliert zuerst ein Wort im Alltag und dann transferiert ihr das auf die Taste oder nutzt es auf die Taste. Zumindest wenn ihr gerade erst startet, ist es von Vorteil, wenn ihr, bevor ihr die Tasten überhaupt ins Spiel bringt, schon gewisse Wörter etabliert habt. Und das habt ihr bestimmt von rausgehen, pieseln, spielen oder sonstige Wörter, die ihr schon nutzt. Es ist übrigens auch vorteilhaft, mit Wörtern zu starten, die Tunwörter sind, also Aktionen.
Dinge, die ihr tut, eben rausgehen, spielen, pieseln, nicht die Futtergeschichten, sondern die, mit den anderen Geschichten starten. Dann könnt ihr euch vorstellen, ihr baut das auf, wie ihr die Worte aufgebaut habt. Nur habt ihr die Worte wahrscheinlich unbewusst oder im Alltag ganz organisch eingebaut und so soll das mit den Tasten auch sein. Also das bedeutet, wenn euer Hund schon kennt, zu sagen, dass ihr sagt, wir gehen jetzt raus, im Sinne von, wir gehen raus spazieren oder wir gehen raus in den Garten oder wir gehen raus pieseln oder kackeln. Wichtig ist, dass die Worte ganz konkret sind. Also so wie ich es jetzt gesagt habe, es darf nicht sein, dass wir gehen raus all das bedeutet, sondern wenn ihr wisst, ich sage, wir gehen raus, das bedeutet, wir gehen spazieren. Dann bedeutet, wir gehen raus, wir gehen spazieren. Wenn ihr wir gehen raus bedeutet, wir gehen in den Garten, dann bedeutet es, wir gehen in den Garten. Umso konkreter das Wort ist, welches ihr nutzt, umso besser kann dann der Hund auch einschätzen, was bedeutet das Wort jetzt. Beispiel, es geht jetzt darum, rausgehen bedeutet einfach raus spazieren gehen. Und das bedeutet, jedes Mal, wenn ihr rausgeht, spazieren geht, sagt ihr nicht mehr nur, wir gehen jetzt raus spazieren oder wir gehen jetzt raus, sondern ihr habt eine Taste, macht ihr mit eurer Stimme drauf, rausgehen und dann jedes Mal, wenn ihr rausgeht, drückt ihr auf diese Taste. Und natürlich so, dass der Hund sieht. Also nochmal ganz einfach, Hund, Taste hier. Name, also Nika, rausgehen. Rausgehen, das wäre jetzt die Taste gewesen. Nika, rausgehen. Wir gehen spazieren. Und so macht ihr das und lebt das dem Hund vor. Irgendwann wird der Hund dann beginnen, diese Taste zu drücken. Wenn der Hund die Taste drückt, heißt das, jedes Mal, wenn er die Taste drückt, müsst ihr mit dem Hund rausgehen. Denn der Hund soll ja auch wissen, dass es funktioniert. Mit der Zeit, wenn ihr einige Wörter habt, könnt ihr dann beginnen zu sagen, zum Beispiel rausgehen später oder rausgehen fertig, wenn ihr schon draußen wart oder rausgehen nein, rausgehen ja. Also da auch überlegen, beginnt mit den Wörtern, die euch nicht stressen, wenn ihr sie vielleicht während einer guten Lernphase 20 Mal innerhalb von 10 Minuten machen sollt, damit der Hund es dann lernt. Ich selbst hatte das eine war Hunger und das andere war Pisi machen. Dann hatte ich noch zwei Tasten, das war einmal Wasser auffüllen, quasi Wasser, und Karotte. Auf jeden Fall habe ich diese ganzen Tasten ein Jahr lang immer wieder gedrückt, bis überhaupt sich eine herauskristallisiert hat von meinen vier, weil ich habe wirklich allen die Möglichkeit gegeben, bis sich eine davon herauskristallisiert hat, die am meisten Freude daran hat oder am schnellsten vorankommt. Und zwar sind es wirklich Nika, ist die schnellste, Jade hat auch Interesse, aber hat nicht so die Geduld, beziehungsweise Nika und Jade waren lang gleich auf und dann hat Nika plötzlich begonnen, Jade zu überholen und so habe ich dann mit Nika weitergemacht. Spannend ist aber, jetzt habe ich gut 3-4 Monate vor allem mit Nika gearbeitet und so den letzten Monat hat Dashka und Jade wieder begonnen einzusteigen, weil sie gucken ja trotzdem auch, was da passiert und sehen ja auch, was kommt. Es ist für sie natürlich schwieriger, weil Nika hat inzwischen 16 oder 17 Tasten zum Kommunizieren und Jade ist eigentlich so bei 5 Tasten, hat sie einen Lernstopp gemacht, beziehungsweise es war dann für sie nicht mehr so interessant. Und Dashka ist quasi quer eingestiegen bei so 14 Tasten und hat jetzt so 2 Tasten relativ gut im Griff. Ich empfehle es und es empfiehlt sich auch eigentlich nur mit einem Tier zu machen. Ich habe eine sehr gute Kommunikation mit meinen 4, deswegen biete ich es allen 4 an, wobei schon alle wissen, es ist jetzt mal, dass das Sprechboard gehört vor allem Nika, aber der Rest darf auch und ich nehme mir aber auch die Zeit, dass ich die anderen, also die, die Interesse zeigen und das wären jetzt auch noch Jade und Dashka, dass wenn es Nika sowieso mal im Garten ist oder ich sie
rausschmeiße in den Garten, dass ich dann zum Beispiel nur mal mit Jade ein paar Worte mache oder nur mal mit Dashka, damit sie so quasi langsam nachkommen können, wenn sie möchten. Bei Jade kam der große Sprung da, als ich angefangen habe, die Tasten am Boden zu fixieren. Also ich habe dann so einen Karton geholt und habe dann die Tasten da daran fixiert. Und dann hat sie wirklich auch wieder mehr angefangen, die zu nutzen. Ich musste jetzt keinen von meinem Hund Touch oder so beibringen, damit sie überhaupt auf die Tasten gehen, weil eben meine Hunde sich so über Körpersprache gewohnt sind, mir etwas nachzumachen, dass das einfach organisch lief. Also die zwei Jüngsten, Jade und Nika, die haben da die Tasten gedrückt, ohne dass sie das je gelernt haben. Vergleich, Bijou und Dashka, die haben Tastendrücken tatsächlich gelernt von mir, früher, vor Jahren. Die konnten dann das, durch das Touch auch wieder schnell sich an das erinnern. Aber spannenderweise, und das ist mit Gutsis aufgebaut, haben die viel mehr Mühe und viel weniger Interesse an diesen Tasten als die zwei Jungen, die es ohne Gutsi rein durch Kommunikation gelernt haben. Man empfiehlt es nicht, diese Buttons mit Gutsis aufzubauen, weil die Excitement, die Aufregung zu hoch ist, als dass das Hirn dann noch funktioniert und sich für Sprache interessieren könnte. Dann ist einfach nur noch das Futter wichtig und die Verknüpfung nimmt ab. Das ist ja auch sonst beim Hundetraining so, dass Tiere, die extrem futterorientiert sind, sogar einen Teil der Bindung abbauen können in dem Moment, wo es nur noch um Futter geht. Das hatte ich damals bei Dashka relativ schnell erkannt. Da hatte ich eine Bijou, die null futterorientiert war und hatte so Freude, endlich der zweite Hund, juhu, der Hund hat Freude mit Fressen und Gutsis und musste dann trotzdem auf Spielzeug umweichen, ausweichen, weil ich einfach gemerkt habe, in der ersten und zweiten Woche Hundeschule, wenn ich mit der mit Gutsis arbeite, dann ist der Kopf weg. Sie macht zwar alles, was du willst, aber wie tief ist das wirklich gelernt? Wie viele Wiederholungen braucht sie, um dann wirklich schnallen, was sie macht? Und mache ich es mir dann nicht komplizierter? Aber das ist sehr individuell. Für mich hat das nicht gepasst. Und Fluent Pet selbst Asten und Astenbretter, Boards, die man besorgen kann. Allerdings ist es zurzeit, um es in die Schweiz zu bekommen, gar nicht so einfach. Also musste da jemand her und Tasten her, die sinnvoll sind. Denn die vier ersten Tasten, die ich geholt habe, hatten immer so das Problem, wenn Hund zu lange draufsteht, haben sie sich selbst gelöscht, du musstest sie wieder draufsprechen. Und als Nika in so eine Lernphase kam, war das sehr mühsam, weil sie eine Hündin ist, die gerne mit den Hinterläufen spricht und dann drauf stehen bleibt. Und ja, ich habe dann zum Glück einer Kollegin davon erzählt, die sich am Selbstständigmachen war zu der Zeit, also sie ist inzwischen selbstständig und die das selbst so spannend fand, auch zu sehen, wie das mit meinen Hunden geht, dass sie fand, ich nehme die ins Sortiment und sie hat dann wirklich welche gefunden, die sich nicht löschen, wenn der Hund lange draufsteht, die du trotzdem gut beschreiben kannst, die auch bunt sind, wo du, leider gibt es nirgends, wo du selbst die Farben aussuchen kannst. Bei ihr kann man die Farben aussuchen, denn die Farben sind wichtig, wenn man die auch noch unterteilt, um das Lernerlebnis für den Hund zu vereinfachen. Es gibt da ganz verschiedene Methoden. Ich kann dir euch auch gerne noch in einem anderen Video, also das habe ich auch geplant, in einem anderen Video euch das noch zu erzählen, wenn das Interesse auch da ist. Und so habe ich dann bei ihr diese Bretter, damit das Zeugs auch nicht verschiebt, und entsprechende Tasten, wie viel ich brauche, bestellt. Und ich musste wirklich innerhalb von einem Monat zweimal oder sogar dreimal nachbestellen, weil kaum hatte Nika die Möglichkeit, auf diesen Tasten zu bleiben, ohne dass ich dann halt wieder dazwischen musste und sie neu besprechen musste und die Tasten nicht mehr herumschoben, beziehungsweise der Karton auch nicht so das Wahre war. Und diesen vorgefertigten Schaumstoff sind ja das gut mit diesen Tastenbrettern. Und da hat sie dann wirklich gestartet, innerhalb von kürzester Zeit ein Wort nach dem anderen zu etablieren. Und ich musste ihr dann auch immer wieder neue Wörter bringen, die wir auch im Alltag schon brauchen. Oder im Alltag schon neue Wörter beginnen zu nutzen, damit ich die dann als Taste etablieren kann. Weil ich gemerkt habe, sie ist in einer Phase, jetzt braucht sie immer wieder etwas Neues, weil es gerade Spaß macht und spannend ist. Dann geht
dann geht es manchmal auch wieder zurück. Wie immer, wenn man im Lernen ist, dann gibt es eine Hochkurve, dann bleibt es ein bisschen gut, dann kippt es plötzlich und du denkst, Kopf, oh nee, ich war viel zu schnell, mein Hund hat es nicht gerafft. 2 Tage später ist das Hoch wieder da und dann stabilisiert sich's. Also auch hier sind natürlich diese Lernschritte extrem spannend. Das war das Video für heute. Ich danke euch für ein Like, fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Bye.